Moin Leute, herzlich willkommen zurück in der Tech-Stube. Mein Name ist Jean. Heute geht es mal wieder um mein Smart Home. Und zwar mein Heizkörpersystem. Das habe ich von Tado und seit einigen Wochen jetzt auch schon im Test. Und ich möchte euch mal heute mein Fazit abgeben, mein Review dazu. Ich kann euch jetzt schon mal im Voraus sagen, ich hatte das ein oder andere Heiz-Smart Home schon vorher bei mir im Einsatz, bin mit Tado aber mehr als zufrieden, am meisten zufrieden sogar von allen. Und deswegen möchte ich euch das heute auch mal vorstellen. Wir fangen natürlich erstmal an mit der Installation. Da möchte ich gar nicht viel darüber reden, denn diese war wirklich super easy. Ihr habt in der Verpackung beigelegt einige QR-Codes und ähnliches. Die Bridge von diesem ganzen Smart Home System von Tado müsst ihr natürlich per Ethernet-Kabel an euren WLAN-Router anbringen. Ihr ladet euch dann die Tado-App runter, habt super easy Anleitungen, dann seid ihr auch ready to go. In der Verpackung ist des Weiteren natürlich auch noch neben dem Heizkörper-Thermostat sind da so verschiedene Adapter noch beigelegt. Diese sorgen natürlich dafür, dass ihr auch euer neues Thermostat ohne Probleme an eure Heizung anbringen könnt. Da gibt es ja verschiedene Arten von Systemen. Das Heizkörper-Thermostat kalibriert sich von selbst und dann könnt ihr starten. Und das Herzstück von Tado ist mit Sicherheit die App. Deswegen möchte ich auch nicht lange zögern und ich möchte euch jetzt mal die App vorstellen, die dafür sorgt, dass ihr euer Heizhome auch richtig schön kuschelig warm haben könnt. Übersichtlich ist hier auf jeden Fall die App von Tado und ich möchte euch jetzt im Klaren alle Details und Funktionen vorstellen, die ihr also in der App verfügbar habt. Ganz oben sind erstmal eure Räume. Ich habe das Ganze in Wohnzimmer und Wohnzimmer 2 unterteilt. Wohnzimmer 2 ist in dem Falle das richtige Wohnzimmer und Wohnzimmer 1 ist mein Zimmer. Lasst euch davon nicht verwirren. Aber hier seht ihr auch schon die beiden Unterschiede. In meinem Zimmer wird gerade auf 24 Grad geheizt. Im Wohnzimmer 2 wird auf 18 Grad geheizt. Das Ganze könnt ihr ganz smart mit dem intelligenten Heizplan einstellen. Wenn ihr erstmal auf den Raum Raum geht, dann habt ihr natürlich die Möglichkeit, die Temperatur zu regulieren. Unten habt ihr die aktuelle Temperatur und auch ein Luftfeuchtigkeitsmesser ist in dem Thermostat vorhanden. Wenn wir jetzt auf den intelligenten Zeitplan gehen, dann haben wir jetzt hier diese Einstellungsmöglichkeit. Hier sehen wir einen Plan von Montag bis Sonntag und hier können wir jetzt ganz eigen, wie wir eben Bock drauf haben, einstellen, wann die Heizung heizen soll und wann eben nicht. Ihr könnt beispielsweise einstellen, wie ich es jetzt habe, hier von 0 bis 8 Uhr 10 Grad, also dass die Heizung nahezu aus ist. Morgens ab 8 soll dann ein bisschen geheizt werden bis 11, von 11 bis 14 Uhr wiederum nicht, 14 bis 16 ja, 16 bis 18 nein, 18 bis 22 ja und so weiter. Das könnt ihr also alles ganz, wie ihr Lust habt, anpassen. Des Weiteren habt ihr auch die Möglichkeit anzupassen, auf welcher Temperatur die Heizung gestellt sein soll, wenn ihr aus dem Haus geht. Denn die App erkennt auch, ob ihr eben gerade zu Hause seid oder nicht, kann euch dementsprechend dann auch eine Nachricht schicken und sagen, ey, pass auf, du bist gerade weg, ich regel mal die Heizung runter, sonst bringt es natürlich nichts, das sind ja verschwendete Heizkosten, wenn du nicht zu Hause bist, aber die Heizung heizt. Auch das könnt ihr alles einstellen mit dem intelligenten Heizplan. Des Weiteren habt ihr auch die Option des Raumluftkomforts. Dabei habt ihr eben einen Frischluftindikator, welcher euch anzeigt, wie die Luftqualität in eurem Raum ist. In meinem Fall ist es hier gerade mäßig, weil in den letzten 11 Stunden kein offenes Fenster erkannt wurde. Bei der App ist es so, dass sie auch erkennt, wenn das Fenster offen ist oder nicht. Ich schlafe immer mit angeklapptem Fenster, das erkennt die App. Oder besser gesagt, das Thermostat nicht so einfach, aber wenn das Fenster komplett offen ist, dann schon. Und das ist natürlich auch super wichtig, dass ihr eben bei euch zu Hause regelmäßig lüftet. Hier ist dieses Geofencing, von dem ich also gerade geredet habe. Ich bin jetzt hier gerade zu Hause, das bedeutet, er erkennt das. Und wenn ich eben away bin, dann hat er die Away-Einstellung konfiguriert und die Heizung schaltet sich aus. Super interessant ist auch das Feld Energiesparung, denn hierbei seht ihr, wie viel Energie ihr jetzt schon dank Tado gespart habt. In meinem Fall 28,7%. Ist schon wirklich ordentlich, dank der ortsabhängigen Steuerung war ich schon 3 Stunden im Away-Modus und das erklärt sich ganz einfach. Ich bin natürlich länger als 3 Stunden regelmäßig draußen, vor allem am Wochenende, aber ihr habt einen Auto-Assist in der App und dieser Auto-Assist, der ist nochmal wirklich eine ganze Stange interessanter. Wenn wir hier auf den Auto-Assist nämlich raufgehen, dann habt ihr die Möglichkeit, dass Tado auch ganz viele Sachen automatisch einstellt. Beispielsweise die Heizung runterregelt, wenn es ein offenes Fenster erkennt. Denn ohne den Auto-Assist, da bekommt ihr nur eine Benachrichtigung. Aber mit dem Auto-Assist, da erkennt Tado eben das offene Fenster und schaltet die Heizung von selbst auf. Dasselbe gilt für den Geofencing-Modus. Auch dort erkennt Tado dann, wann ihr weg seid und schaltet die Heizung automatisch aus und gibt euch eben nicht nur eine Benachrichtigung. Der Auto-Assist kostet 24,99 € im Jahr. Vorher möchte ich euch aber hier noch die Wettervorhersage Steuerung zeigen, denn auch dieser Skill ist immer aktiv bei Tado und dieser erkennt eben, wie das Wetter ist. Wenn zum Beispiel morgen Sonne ist und 20 Grad, dann macht es natürlich keinen Sinn, die Heizung auf 24 Grad einzustellen und das könnt ihr eben auch hier dank dieser App so eingestellt haben, dass die Heizung dort automatisch geregelt wird. Das ist also die App. Für mich super, super übersichtlich, bin ich richtig, richtig zufrieden mit und auch wenn wir nochmal ins Control Center runtergehen, dann sehen wir also hier, wir können direkt über Apple HomeKit das Ganze steuern.
die Heizung hier einstellen mit einer auch wirklich sehr, sehr schicken Übersicht. Das war also das Herzstück von meinem Tado Smart Home System, nämlich die App. Ihr habt es gesehen, super übersichtlich, sehr einfach zu bedienen und mit netten Features ausgestattet. In Kombination mit dem Abo-Feature, welches ihr für einen günstigen Preis dazu holen könnt, habt ihr hier also ein Smart Home Heizsystem, welches keine Wünsche offen lässt. Und ihr könnt dieses System auch bei euch zu Hause installieren, wenn ihr nicht so altbacken wie ich unterwegs seid mit Heizkörpern, sondern auch mit Fußbodenheizung, denn Tado bietet auch Systeme für Fußbodenheizungen an. Ist also auch alles auf der Seite abgedeckt. Ich kann euch das nur wärmstens ans Herz legen. Wärmstens natürlich, weil es jetzt auch warm in meinem Zimmer ist, dank Tado. Nein, aber wirklich, also ich kann es euch sehr empfehlen. Wenn ihr da auf der Suche seid, schaut gerne bei Tado vorbei. Wahrscheinlich kommt ihr auch dabei nicht drum rum, wenn ihr euch mit diesem ganzen Thema Smart Home, Heizen und so beschäftigt. Erwähnt haben wollte ich auch noch, dass mir das Thermostat an sich auch super gut gefällt. Es ist nämlich sehr schlicht gehalten, das Drehrad macht einen hochwertigen Eindruck und die Anzeigen sehen auch sehr futuristisch bzw. modern aus. Das war's jetzt aber mit meinem Video zu meinem Smart Home Heizsystem. Ihr merkt schon, es wird immer mehr smart hier in meiner Bude, finde ich aber wirklich geil. Ich hoffe, da kommt in Zukunft noch mehr an den Start. Lasst aber gerne erstmal ein Abo da, wenn ihr die zukünftigen Videos nicht mehr verpassen wollt und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch ein Heizsystem mit Smart Home bei euch zu Hause am Start habt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.